Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days. Man hört's. Das sind auch Ferale. Ich war ja dummerweise schon angeschlagen, wo ich nicht drauf geachtet habe. Deshalb habe ich das jetzt mal eben auf die Schnelle gelöst. Ein paar Schüsschen haben wir ja noch. So ist es ja nicht. So, hier gibt es noch drei Türen, wenn ich nicht irre. Was hinter? Nein. Ein Kochtopf. Ganz wichtig. Oh, ein halber Dach. Entschuldigung. Ich glaube, wir können es bald eine blaue Rüstung machen, oder? Was meint ihr? Und das würde ich auch mal eben scrappen wollen. So, dann habe ich ein bisschen. Oh, hier sehe ich was. Habe ich jetzt unten gar nicht drauf geachtet? Aber den nehmen wir natürlich mit hier, ne? Den können wir zwar scrappen jetzt nur, aber. Den Scrap Plastik habe ich auch mal. Ja, schon einmal einen haben, können wir es auch mitnehmen. Rip Mad Mole. Yo! Kommen da 25.000 Zombies aus dem kleinen Kabuff da? Ach, ich. Echt jetzt? Da falle ich doch gleich wieder runter, oder nicht? Zwölf Plastik gehabt, das jetzt? Ja. Ich bloß in die Fresse gehalten. Und noch höher. Wo denn? Vier. Boah, hat der mich runtergehauen, ey. Es wird immer schöner mit den Fiffis hier. Die Tür ist unlocked. Gehen wir hier durch. Ich mach das jetzt mit der Picke. Ich weiß, dass es nicht effektiv ist, aber. Ist keine Lust, mal groß zu wechseln. Oh. Ja, schlag doch! Also wenn er so Schisser ist.
Wow. Ich bin angekommen. Mist. Ich bin im Paradies angekommen und ich kann nichts da mitnehmen. Ja, ich kann nichts da mitnehmen. Das ist böse jetzt. Was mache ich denn da? Ja, ich würde sagen, ich entleere mich unten, ne? Nehmen wir die noch mit. So, hab ich hier keinen Platz dafür. Die geht nicht. Da ist noch was drin. An Wasser kann ich trinken. Müsste ich, glaube ich, eh noch können. Nee, kann ich doch nicht. War verschwendet. Ah, okay. Noch ein Wasser. Ja, dann müssen wir hier nochmal hochkommen später. Wir können auf jeden Fall schon mal etwas wegsortieren. Ist kein großer Akt, hier nochmal hochzurennen. Zumal wir, glaube ich, das Gebiet bis hier geklärt haben. Kann ich hin? Ich brenne auch. 8, 9, 9. Ich stelle mich gerade ein bisschen schwierig an, glaube ich, ne? Vier Bandagen hinterherhauen hier. Ich müsste eigentlich nur da vorne raus, ne? Hat er hingehauen jetzt. Boah, was eine Qual mit dem Haus, ey. Und mir graut vor den anderen Häusern, ey. Okay, das war jetzt ein bisschen dumm von mir vielleicht. Ich höre noch, dass hier draußen ein Geier rumkraucht und flaucht. Und was muss ich machen? Ich krieg zu viel gerade. Ich krieg gerade echt zu viel Ersatz. Daraus kann ich mir noch. Die scrappen wir jetzt einfach auch. So, das Messer ist meins, das bleibt. Die stackt nicht. Pfeile. Meins ein Stück. Nicht aufsitzen, danke, ich wollte nach oben looten. Ich glaube auch nicht, dass ich nochmal kriege. Die Seeds könnte man da noch mit reinpacken. Die AK ist in den Häusern einfach besser. Du brauchst eine Schnellschusswaffe in den Häusern, sonst wird das nichts. Eine Farbe zu bekommen ist auch relativ gering von der Chance. Und da habe ich noch ein Potato Seed. So, da passt das schon. Nach oben. Hoppla. Qual. Ja, danke. Hä? Ach so. Ich war schon dran. So, da war noch ein Wasser drin und da war nichts mehr drin. Da auch nicht. Und das war zum Abbauen. Versuchen wir es mal so. Leer. Pop Pilz. Oha. Mist.
Kein Beaker. Ich hatte so auf den Beaker gehofft. Toll, dafür bin ich hochgekommen. Beaker. Nein. Kein Beaker. Kann man die... Nein, aber wenn die mit der... Loot-Respawn habe ich jetzt so gut aus. Okay. Ja, war eigentlich auch naheliegend, dass da nichts mehr rumkommt, ne? Wenn man das dann nicht mit der Bench abbauen kann, dann kommt auch nichts mehr rum. Das ist Glas. Ach, guck mal hier, das ist Glas. Ach du Schrecken. Das ist eine Tanke da vorne, oder? Ne, ist keine Tanke. Das ist alles zerstörtes Biom. Ja, ich hatte andere Pläne. Hustel. Ich wollte irgendwas machen. Ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber ich habe glaube ich eine Quest offen oder sowas, ne? Die Betten nehmen wir auf jeden Fall mit von hier. Dahinter ist ein Fenster, ansonsten nichts. Gibt es noch ein bisschen Plastik. Mad Mole. Vielleicht doch besser mit dem hier. Ja, doch besser mit dem hier. Das hat sich aber gelohnt. Das hat sich aber gelohnt. Nice. Sehr, sehr schön. Man erkennt die Ironie, glaube ich, ne? So, da oben dürfte noch Breath rauskommen, deshalb baue ich die ab. Und hier auch. Und 21 Breath ist eigentlich... Da kannst du... gut, da kam nur 15 raus. Aber von der Menge her ist es schon, ist es in Ordnung. Jetzt gehe ich nochmal hier hin. Ich glaube nicht, dass da noch was hinter ist. Ne, da ist nämlich... Ja. Fenster, das ist wieder so ein komischer kaputter Ventilator. Hier waren wir auch schon überall. Ja. Ein Keller will ich jetzt nicht mehr. Eigentlich will ich gerade nur noch hier raus. Da waren wir drin, ey. Nein, das... Die Sicht, da oben an der Ecke waren wir, hinten. Und hier vorne. Nee, ich frage nicht. Ich gehe da nicht nochmal rein. Alles gut. Nee, das passt ja nicht mehr rein. Ich habe keinen Platz mehr dafür. Stoff kann man nehmen, dann haben wir wieder Platz. Ja, passt. So, daraus mache ich mir auch mal Stoff. So, dann passt das schon. Komm, dadurch, dass das jetzt hier so ein zerstörtes Biom ist, würde ich in der Hinsicht erstmal, bevor ich mir nochmal überlege, nochmal irgendwo in ein Haus zu gehen, erstmal hier die Gegend angucken, ob sich nicht irgendwo ein Haus lohnt. Ja, danke. Und ihr habt ja gar keinen Briefkasten oder was? So, das ist so ein kleines Ding. Da unten ist noch irgendwas Buntes, was auch immer das ist.
echt jetzt. Das ist eine tolle Straßenführung von Pimps. Kann er dich lassen? Kann es einfach nicht lassen. Drei Autos hier. Muss ich looten. Ganz wichtig. Steinaxt. So eine Art Kindergarten wieder? Ein verbrannten Biom oder was? Immer halten muss und dir den ganzen Loot auf der Straße mitnehmen muss, ist zu schlimm. Man sollte vorbeifahren und währenddessen sammelt man alles ein. So magnetisch. Steht da, wie ich das meine? Man fährt vorbei und da ist ein Hase. Na komm, lass mal den Hase Hase sein. Man fährt vorbei und im Vorbeifahren zieht man das Ganze, den ganzen Loot magisch an und hat dann den ganzen Loot, an dem man vorbeigefahren ist, in den Taschen. Ja, okay, vielleicht spinne ich jetzt ein bisschen. Aber die Idee finde ich eigentlich gar nicht, trotzdem gar nicht schlecht. Guten Tag. Man merkt den Knüppel. Oh ja, man merkt den blöden Knüppel so extrem, ey. Bitte? Da geht's doch weiter. Das ist der Garagenvorbau quasi. Ja, ich erinnere mich dran. Sowas hatten wir schon mal. Sowas ist nicht schön. Ich brauche jetzt erstmal die Schaufel. Das Wichtige erstmal hier. Platz schaffen, damit die Zombies schneller an mich rankommen und mich besser schlagen können. So, dann haben wir das gemacht. Woodframes, 17 Stück. Oh, muss wir gar keine craften. Ist ja auch nicht schlecht. Das war jetzt ein bisschen ironisch. Hätte ich jetzt eigentlich ein bisschen mehr erwartet von. Aber ich werde jetzt nicht in das ganze Haus reingehen. Das habe ich, da habe ich keine Nerven zu gerade. Das erste Haus hat mir schon wieder gereicht, ey. Oh, hat mir das erste Haus gereicht. Oh. Ihr habt gar keine Ahnung. Komm, wenn ich jetzt hier rüberfahre. Ja, geht's kaputt. Oh, da ist nur ein Auto. Auto! Meins. Mein Auto. Seht ihr, deshalb wollte ich die immer looten, die Autos. Man findet da immer ein bisschen Munition drin oder so. Mal bessere, mal schlechtere. Yes. Das ist nicht schlecht. Drei schnelle Schläge kriege ich mit der auf jeden Fall immer hin. Das Biom ist ja irgendwie harmlos hier gerade, ne? Ich muss die Fresse hier halten. Was ist denn los heute in der Aufnahmestation? Ich glaube, es wird Zeit.
das Biom ist ja irgendwie harmlos. Wuff, wuff. Oh Mann, ey. Das kann doch nur. Ja, ich kenne auch viele, die das passieren könnte, aber. Hat er ein Hausschwein und nimmt das gerade mit, oder? Was macht er mit dem Hausschwein? Lass das Schwein in Ruhe, du Arsch. Das verteidigt sich auch nur, das kann auch nicht dafür. Oh, Loot. Loot. Ja, du kommst auch noch dran. Hallo. Guten Tag. Schade. Er wollte nicht. Ja, auf dem Dach könnte was liegen. Ich sollte besser in Acht nehmen. Jetzt weiß ich auch, warum die ganzen Pumpen hier nur 32 Sprit geben. Wenn du denkst, das sind 64 an so einer Tanke. Und früher war das nicht viel, aber heute kriegst du mit 64 einen Tank voll. Hallo? Nice. Schön. Ist was weniger Schönes, dass ich jetzt abbauen muss. Ich muss sie abbauen. Ich kann nicht anders. Ich muss sie einfach abbauen. Hallo. Muss auch mit treffen, dann geht das schon. Ja gut, einen kleinen Klatschen habe ich kassiert. Oh, sieht aber gut aus hier. Einen kleinen Klatsch habe ich kassiert, damit kann ich leben. Dafür müsste das ganze Gebiet jetzt hier zombiefrei sein, weil die sich alle gegenseitig alarmieren. Katsching! Natürlich ist draußen noch was. So, wie sieht es denn aus mit Wasser und so? Habe ich noch ein bisschen Platz? Ja, minimalst Platz habe ich noch. Die Axt brauche ich wieder. Gerade irgendwas zu essen, der Mann. Was ich jetzt schnell futtern könnte. Hier, den kann ich auf jeden Fall scrappen. Den kann ich modifizieren. Das ist ja meiner. Da ist der Mod drin. Das ist nicht meins. Da habe ich die Schuss schon mal da raus. So, dann gucken wir da oben mal rein. Ich sollte mehr Tankstellen looten, Leute. Hey, Moment. Bitte? Was ist denn her? Bleib mal schön da liegen, mein Freund. Gute Nacht. Ey. Feraler und Hund draußen. Ja, ist klar. Genau, dafür haben wir immer Platz, ey. Dafür haben wir immer Platz. Ich war jetzt natürlich noch nicht auf der Tankstelle, ne? Müssen wir nicht drüber nachdenken, aber. Komm, ich glaube, besser kann es nicht werden. Minibike steht da vorne. Hä? Was mache ich gerade für Mist? Ich renne einmal im Kreis, ne? Oh, cool. Nicht gedacht. Schön. Ich habe gerade ein kleines Bedürfnis.
Ich würde es vielleicht liebend gerne noch ein bisschen weitermachen, aber... Leute, ich habe für eine Woche Folgen. Für eine ganze Woche. Ich habe gerade richtig Bock, noch ein bisschen zu zocken, aber... Ich muss mich gerade ein bisschen bremsen. Und weil das so ist, dass ich mich jetzt etwas bremsen muss, würde ich jetzt einfach mal kurz sagen, es wird ja auch langsam wieder dunkel. Wir fahren jetzt wieder nach Hause. Dann mache ich mal das Mini-Bike wieder leer. Und dann, böses Haus. Und dann, ja, verliere ich den Faden. Ja, wie gesagt, wir fahren jetzt ein bisschen nach Hause. Machen das Mini-Bike leer und dann gucken wir mal, was wir zu Hause denn so haben. Ich habe ja 100 Stahl angesetzt, die müssten ja eigentlich da sein. Und dann gucken wir mal, was wir in der Nacht mit dem ganzen Stahl craften können. Ich meine, ich habe ja schon eine Kreissäge zu Hause hingesetzt, jetzt einen Zementmischer. Den könnten wir übrigens jetzt anschmeißen, ich habe ja das ganze Zeug dabei. Ein bisschen Sand habe ich ja noch zu Hause, das heißt, wir könnten uns daraus dann ja durchaus das eine oder andere weitere Zementmix craften. Und mit Stahl bin ich jetzt am Überlegen, ob ich die Basis schon mit Stahl verkleiden will. Also die Hordenbasis. Die hat beim letzten Mal sehr gut gehalten. Ich musste ein bisschen dazwischen fungieren, ein bisschen dazwischen agieren auch. Aber so, ich sag mal, solange ich Mollys habe, die ich gut werfe, müsste das eigentlich machbar sein. Ich muss die Rampe noch neu setzen, fällt gerade ein. Das werde ich dann mal tun. Bei Gelegenheit. So, ich bin zu Hause. Der wächst gerade. Okay, pass mal auf. Dann machen wir das mal eben einfach so. Ach, man kann die auch da dran setzen. Ist ja auch geil. Komm, ich setze den. Ich setze den da in die Ecke noch. Ja, ist okay. Jetzt nicht zu viele hier oben haben. So, kurz mal reinschnuppern hier. So, hatte ich erledigt. Kommt damit rein. Hier haben wir Schuss. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich als erstes anfangen soll. Kaffeebohnen Seed waren da drin. Eier auch. Und Wasser haben wir da noch drin bekommen. Ne? Ja, genau. Fleisch. Fleisch hatte ich ganz vergessen. Oh! Ach ja, Stick noch bis 250. Ja gut, dann müssen wir es kurz dazwischen lagern. Ich habe jetzt gerade keine großen Nerven da noch irgendwie. So, hier. Papier, das. Knochen, das. Öl. Öl ist immer gut. So, das war da. Dann nehme ich die Shotgun-Shells, dann kommt die AK wieder da rein. Das kommt woanders hin. Dein Ernst jetzt? Jetzt ist da unten auch noch so ein Zombie rum. Ich sag einfach nichts. So. Bier und hier habe ich wieder Fässer. Drei Stück wieder. Boah. Also an Fässern haben wir. Da haben wir echt genug. Naja, kann ich jetzt. Oh, tut mir echt schon in der Seele weh, wie ich die runtergerotzt habe, aber. Ich wollte mein Zeug holen, Leute, und dementsprechend.
war mir das wichtiger als die Munition jetzt für die Horde auszubauen. Ein Truck-Teil. Ich glaub's nicht, ey. Ein komplettes Truck-Teilchen hier. Hey, 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 hey! Du Horst! Lass das! Einmal um die Ecke gucken. Gucken, wer da kommt. Ich sehe doch schon den ersten Freiwilligen für unseren Brandtest hier. Und Madame nach vorne möchte auch tanzen hier, glaube ich. Das ist ja einfach nur mal schnell die Folge beenden. Jedes Mal zum Abschluss kannst du dich einmal um die Basis rumtänzeln und noch die Zombies frei kloppen, ey. Ja, doch, da ist nur eine gute Mittelsäule drin, das ist in Ordnung. Sollte mich jetzt nochmal tragen. Müssen wir aber auf jeden Fall nochmal verstärken irgendwann. So, zack. Klappe zu, Affe tot, oder wie heißt das so schön? Hier habe ich noch ein wenig Zementmix, da habe ich noch ein paar Steine. Gut. Okay, so, während ich jetzt hier hoffentlich irgendwie schnell das ganze Zeug wegsortiere, verabschiede ich mich von euch. Das war Minibike, das brauche ich noch. Ne, warte mal, die sollte ich vielleicht eben kurz entladen. Wie, da ist nur ein Schuss drin gewesen. Wieso sind denn in den Dingern nur ein Schuss drin? Oder ist? Ich sag nichts dazu. So, wie gesagt. Niemand mehr. Modify. 15 Schuss rein. Die kommt da hinten nicht hin. Da unten rein. Ach, wisst ihr. Eben schnell, ne? Ich glaube, ich werde heute nicht mehr hier fertig. Ich komme heute nicht mehr raus. Was bringt die Nummer? Agilität plus 1 ist fürs Event, für ein Event ist das top, eine gute Idee, aber für so ein normales Let's Play ist das irgendwie nicht so das Wahre. Also ich habe hier noch Farben im Angebot. Farben setzen wir mal dahin. Gut, und dann noch eine Dose, die packt man natürlich auch noch weg, ne? So. Stahl. Ihr Lieben, auf euer Wohl. Bis morgen. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Aufnahmesession. Macht's gut. Tschüssi.